Leute, willkommen zurück in Final Fantasy Art. Na, letzten Pass ging es hier eben ziemlich ab im Garten. Squall ist jetzt in sein Quartier und muss wahrscheinlich wieder das Ganze verarbeiten. Weil der Garten mehr oder weniger Rambazamba gemacht hat. Aber besser als wenn Raketen auf den Garten einschlagen und den Garten explodieren lassen, ne? Obwohl die Raketen so, sagen wir mal, daneben geschossen haben, haben die sehr großen Schaden gemacht. Das können wir später nochmal gutachten, wie viel das war. Das war schon sehr viel. Das ganze pro Sith oder pro Master Gedöns ist zum Glück aufgehoben. Was das auch immer war. Keiner weiß genau was, aber ja. Schauen wir einfach mal. Gibt es eigentlich endlich einen Hotdog? Hallo? Gibt's einen Hotdog? Heute werde ich schaffen, ich krieg einen Hotdog. Du vielleicht? Hier, wir gehen die Schlange. Willst du dich anstellen? Ja. Stell dich hinten an. Ich will einen Hotdog. Komm schon, gib mir eins. Gib mir eins. Nächstes bitte. Ja, es geht ganz flott heran hier. Dum, dum, dum. Hallo. Ach, Schluss für heute. Tut mir leid, Leute. Na. No. Ich krieg wieder keins. Ah. Egal was ihr tut, ihr bekommt nie eines. Aber lustig, dass das hier möglich ist, dass man sich da anstellen kann. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal zu Sid und fragen mal, was aus dem Nexus passieren soll. Also ich auch mal versuchen kann, ist rauszugehen. Und, hallo. Schöne Nummer 41269, Squad. Ja, das bin ich. Der ewige Master ruft nach dir. Geh umgehend in den Masterraum. Wo ist das? Fahr mit dem Aufzug nach unten. Die Genehmigung ist bereits erteilt. Aha, ich glaube, wir lernen den Master jetzt kennen. Wer das auch immer ist. Natürlich weiß ich es, aber ich sag nichts. Na dann, runter! Was will der Master und wer ist das überhaupt? Und diese Musik kommt mir doch sehr bekannt vor. War das nicht auch bei, wo Cypher die Seite gewechselt hat? Die Musik? Ja, ich glaube schon. Verstehen Sie immer noch nicht? Hm? Das ist doch. Wo willst du hin? Naja. Was ich hier mache? Ich suche direkt das Set. Lass ihn doch! Ich muss mit ihm reden! Au! Sie verdammter geldgieriger Bastard! Wie konnte ich nur vertrauen? Die Seeds haben wir für die Zukunft geschafft und jetzt ist die Zukunft! Jetzt ist die. Ach, ich denke nicht so nach. Das wissen Sie doch ganz genau. Nächster! Verflucht! Wenn ich in die Vergangenheit zurück könnte, will ich mich selbst warnen. Dass ich Nork nicht trauen darf. Dass Nork nur an Geld denkt. Klingt jetzt so gut, dass man das beschaffen ist, sieht. Alte Rechtschreibung, es gibt's grüßen. Und wer ist Nork? Sid, kannst du dich erklären oder so? Skull? Ja, ich wurde herbeordert von einem Ausbilder. Sie haben zugehört? Ja, rein zufällig. So, ganz zufällig. Irgendwo gibt es immer Grenzen. Lassen Sie uns zurückgehen. Okay. Direktor, ich muss Ihnen etwas berichten. Ja? Kommen Sie bitte in mein Zimmer. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Hallo? Ihr seid die Seeds, die aus Galval zurückgekehrt sind? Ja. Endlich seid ihr hier. Master Nork wartet auf euch. Folgt mir. Aber der Sid wartet auf uns. Bevor ich da jetzt hingehe, noch mal kurz Kopplung checken. Apropos Kopplung, stimmt. Ich sollte das Element Feuer als Angriff rausnehmen, sonst vergesse ich das später wieder. Das habe ich schon so häufig vergessen, das klappt ja gar nicht. Andere Richtung. Da hatte ich mal Feuer-Gegner und da auf einmal habe ich nicht mehr so Schaden gemacht und habe gedacht, warum mache ich es mir nicht Schaden? Ach stimmt, da war doch was. So in die Richtung kann man sich das vorstellen.
Gibt's hier was Besseres als für Aqua gerade für einen Irvine? Ich glaube nicht. Sieht auch nicht so aus. Gut. Aber ich würde sagen, schauen wir uns diesen Master Nog mal an. Wenn Master Nog euch ruft, habt ihr in 3 Sekunden da zu sein. Tut mir leid, der Lift braucht auch ein bisschen Zeit. 3 Sekunden zu lang. Was zum Teufel? Ich würde mal sagen, das ist Master Noak. Was, der Master der Geschäftsführer des Gartens? Er ist kein Mensch, wir wussten es gar nicht. Beängstigend. Wer redet mir über Hexe? Was sage ich zuerst? Kurz und bündig, zuerst ergeben es dann den Verlauf. Okay. Was haben wir? Wir konnten die Hexe nicht erwarten. Was für ein glorreiches Ergebnis. Wir kamen Order von Direktor Sid, als wir gegen Galbadia waren. Zusammen mit Erwin Kinners von Galbadia Garden machen wir uns auf den Weg, um die Hexe zu töten. Gemeinsam mit Galbadia? Ihr wurdet reingelegt. Reingelegt? Ich verstehe sie nicht. Erklärt ihnen das. Okay, Sir. Unser ehrwürdiger Master Nog wusste schon seit einiger Zeit, dass die Hexen und Galbadia zusammenarbeiten würden. Master Nog wurde von Master des Galbadia Gardens um Rat gebeten. Vom Master des Galbadia Gardens? Der Master von Galbadia Gardens ist mein Untertan Dodona. Die Hexe und der Garten sind sehr eng verbunden. Daher wird die Hexe versuchen, die Garten auf der ganzen Welt zu beherrschen. Unser ehrwürdiger Master Noak hat eine Nachricht an den Galbadia Garden verschickt. Ein Auftrag, die Hexen zu beseitigen. Ein Attentat war dafür am besten geeignet. Aber. Ja, hinterher, Dodona hat ich ausgenutzt. Er kann sagen, dass das mein Auftrag war. Dieser hinterhältige Ratte. Okay. Sie meinen, dass der Galbadia Garden nichts mit dem Auftrag zu tun hatte? Yep, gar nichts. Von dem geplanten Attentat kam ihr Zuflug vorbei, da wurde ihr damit beauftragt. Ganz okay. Alex war es ein Fehlschlag, die Hexe lebt und, naja, wie wir es vorausgesehen haben, hat sich an uns gerecht. Aus diesem Grund kam auch der Raketenangriff. Wir müssen versuchen, die Wut der Hexe zu besänftigen. Dazu müssen wir die Artillerie und der Hexe vorführen, als weiß unsere Ehrlichkeit. Kleinen Moment, das heißt also. Wir werden Köpfe der Seeds vorzeigen. Hexe soll denken, dass wir unterwerfen. Was? Warum kämpfen wir nicht gegen die Hexe? Zu welchem Zweck werden wir täglich ausgebildet? Was wollt ihr? Ihr gegen die Hexe verloren. Ihr haltet Mund. Der Direktor Sid sagte auch dasselbe. Hey. Sid? Der Idiot Sid hat Sid auf Hexenjagd losgeschickt. Was ist, wenn sie was sagen? Dann ist alles vorbei. Mein Garten zu Ende. Mein Geld weg. Sid, der Idiot, werdet nicht vergeben. Er vergisst, dass ich finanziert habe das Ganze. Ein Schmerz von der Stimme. Zusammen mit Sids Köpfe aus seinen Kopf, Hexe. Ich befahl sie zu fangen. Die Schilde waren groß, Sid. Ich brauche zu trinken. Einen Moment bitte. Ach, geht wieder. Das ist mein Garten trotzdem. Nein, der Garten gehört nicht nur dir. Nur wenn du ziehst das. Was dann? Die hält das Sinn und Hexe hinterher? Gehört den Garten diesen Eber? Was? Sid ist mit Idea verheiratet? Das ist neu. Was soll das bedeuten? Jetzt weiß ich. Sid und Idea wollen mich verbannen, mich loswerden. Ihr seid auch Prosit. Ich werde euch nicht vergeben. Achtung, Skull! Bosskampf gegen Noak und ich habe Halsschmerzen wie sonst was, diese Stimme. Boah. Aber sie hat gepasst für dich, oder? So, dieser Kampf ist bisschen rot, gelb, blau.
mein Rot an vielen Zauber. Solange habe ich verändert, mache ich jetzt mit Zauber fertig. Es gibt hier drei Gegner. Nox selbst, wo man wieder zaubern kann, lagern kann. Dann links und rechts diese, ich sag mal, Knöpfe. Und immer wenn die rot haben, dann greift damit Zaubern an, der gute Noak. So. Wie kann man die Farbe ändern? Man muss die Knöpfe angreifen. Dann zaubert die nämlich sehr häufig Feuer. Und das kann auf Dauer ganz schön wehtun. So, beide sind gelb. Ich glaube, wenn alle beide gelb sind, dann zaubert auch sehr viel. Ich wechsle mal die Farbe. Upsi. Blau. Ich glaube, das passt. Da schauen wir mal, was ich von den anderen drohen kann hier. Anti-Z, Konfu, Gemar. Blitz, Engel, Vitra, okay. So, der hier darf nicht rot sein, bitte sehr. Der darf nicht gelb sein, bitte sehr. Man muss hier wirklich ein bisschen vorsichtig sein mit den Farben. Putz! Und immer schön auf die Mitte hauen, wenn es geht. Boing! Ich würde jetzt gerne eine Gave rufen, aber ich habe das nicht als Befehl ausgerüstet. Ich Genie. Putz! Der Kampf ist eigentlich einfach, wenn man weiß, was mit den Farben hier ist. Dann heißt das schön, raufhauen hier. Achi! So, die Mitte ist zerstört. Jetzt kommt Nox selber. Verdammt! Sieht's! Das ist mein Gern! Ihr werdet das bereuen! Jetzt fängt er schon mit E anzusprechen, die Gute. Und soweit ich weiß, kann von Dwo und Nork auch was tun. Ah ja, Leviathan! Bitte sehr! Leviathan ist eine sehr gute Gegnerin, das man sagen darf. Einer der besten. Ups, bitte her damit! Danke! Leviathan entdeckt. Ja, ist zusammengeschrieben, ist ein bisschen weird, aber gucken, was wir machen. Das Gute ist, wenn man einen Leviathan von ihm zaubert, kann er keinen Aquaman mehr zaubern. Er hat noch Shell, wenn ihr es haben wollt, Prozess Mecha. Ich glaube, Shell zauber ich sogar mal. Morg, gib mir mal Shell auf meine ganze Gruppe, das wäre ganz nice. Als halbiert er ja magisch Schaden und er greift ja hauptsächlich magisch an. Also schön her damit. Apropos Shell. Erwin hat ja verringerten Schaden dadurch, dass ich gekoppelt habe, das mit Shell. Ne? Und da jetzt, wo ich nochmal Shell drauf habe, halbiert sich das ja nochmal. Das ist einfach krank. Ja, und jetzt rauf hier! Du hast gemacht, interessiert mich nicht. Auch wenn der Zauber cool aussieht. Boing. So, mit Farbe wechseln und jetzt rauf da! Auf den guten Nork hier. Er meinte, wir wollen ihn loswerden, aber ich glaube nicht, dass das Sinn das vorhat, ne? Obwohl er mit der Hexe verheiratet ist, was komisch ist. Aber ich glaube, da müssen wir mal fragen, gleich nochmal zu. So, putz! Mein Quiz ist so gerade langsam. Liegt wohl daran, dass sie gerade gemacht zustand ist. Na gut, der hat auch Protoss auf Lager. Ja, wir hat mal Füßschaden halbiert hier. Putz! Und dadurch, dass man Anti-Z und einer dieser zwei Gegner hier zaubern kann, kann man es wieder aufheben. So, der muss wieder erkennen werden, die Farbe. Danke sehr. So, Anti-Z, bitte. Rot ist aufgehoben. Also voll rauf. Putz! Ja, mach nur dein Gemach hier. Schon wieder auf Quistes. Ich will nichts sagen, aber das deckt nicht. Das wäre lustig, wenn das so wäre. Gemach, Gemach, Gemach. So lange, bis man extrem langsam ist. Wäre doch lustig. Und sein Psychoplastemper ist. Er halbiert eure HP, eure aktuellen. Das ist so eine Art Gravitas. Das ist einer der Kämpfe, die ein bisschen länger dauert, weil man hier ein bisschen mehr taktisch kämpfen muss. Ah, whoop. Ein Protest muss weg, das will ich nicht haben. Putz! Beide gelb. Ich versuche mal beide anders Farben zu machen. Eisraff Irvine! Der dürfte jetzt keinen Schaden bekommen fast. Ja, 144 ist nix. Beides blau. Schön.
Lass uns diesen Noak eine verhauen, auch wenn er den Garten finanziert hat. Da will ich gern wissen, was die da ausgerollt haben, der Sid und der Noak damals, als sie den Garten gemacht haben. Wäre sich interessant. Ah, der Noak hält viel aus. Apropos aushalten. Jetzt fast vergessen, Analyse. Am Psychoplast war doch nicht Gravitas, okay? So kann man sich täuschen. So. Na gut, den Noak. Schauen wir mal. Noak, der Master ist bald am Kampf. Er versucht, die vorläufige Macht über egal zu erlangen. Der Reaz-Rivale von Sinch macht gegenüber Wind. Unwirksam Gift. Und das war's eigentlich schon. Und 11.000 HP insgesamt. Oh, ordentlich. Also, wenn ihr hier mit Wind angreift, macht ihr viel mehr Schaden. Ups. Ich muss schon die Farbe wechseln. Aufhauen! Er ist bald erledigt. Es dauert nicht mehr lange. Putz! Eisra, auf wen? Du bist es? Ja, ist okay. Da, 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 da. Ich mag die Musik. Ist doch. Und ja, Shell ist wieder vorbei. Schade. Was Schönes zu haben. Putz! Schweigen? Naja, ich zauber eh nicht, von daher. Zumindest nicht viel. Dabei, wenn ihr im Schweigenmodus seid, dann könnt ihr auch nicht spawnen. Also wenn ihr jetzt noch nicht Level Tank gedroht habt, und der Schweigen auf euch gezaubert hat, auf die ganze Gruppe, dann könnt ihr nicht erhalten, wie Schweigen weg ist. Entweder durch Items, oder durch K.O. und Wiederbeleben. Zum Beispiel durch einen Phoenix-Fehler. So, und Urban ist im gelben Bereich, das heißt, jetzt ist direkt das Limit rausgepfeffert. Die normale Munition. Let's go! Ja. Man muss ja selber zielen auch noch. Wenn je weniger HP es hat, desto länger geht das auch. Als mit dem Schießen. Machen wir die Splitter-Munition, die geht automatisch alle. Da muss ich nicht zählen. Putz, doink! Durch, zack, boing, zack. Ja, Mann, letzter hat er nicht genommen, schade. Also, Urban sein Limit ist wirklich nice für mich. Vor allem, dass man endlich mal Gebrauch hat von Items, die sonst immer ewig im Inventar sind. Aup. Hallo, mal. Normale Mission, bitte sehr. Und diesmal richtig. Zack, zack, zack. Ah. Ja, den letzten hinter nicht so oft. Psychoblast auf wen? Quist ist gut, der hält das aus. Ich lasse jetzt irgendwann mal ein bisschen auf Geld bereichen, damit man schön mal sein Limit sieht. Oh yeah! Falls es mal kommt. Nebenbei, wenn ihr keine Emotion mehr habt, dann kann Irvine auch nicht mehr schießen. Das heißt, sein Limit ist dann nutzlos leider. Zack, zack, zack. Ah, das war meine letzte Kugel im Normalfall. Hoppa! Das heißt, ich sollte vielleicht gleich mal den guten heilen hier. X-Bosch, bitte sehr. Falls du das aushältst. Oh, ein Multi von Squall. Oh, das war knapp. Let's go! Ah, zu früh. Ah, dick. Das Interessante an Bosskämpfen ist, das Mund ist immer anders. Bläh, ich kann nicht mehr. Wer Ex euch als Exe? Womit hab ich denn, Freddy? Schön, mein guter und alter Erbe mit 14 HP. Nice. Puh, ich würde sagen, das hat sich ausgesucht. Und Leventan bekommen. Schön. Das war ja witzig. Denk nicht drüber nach. Aber, was fragt ihr mich? Ich weiß genauso wenig wie ihr. Ah, ich weiß nichts. Ich weiß gar nichts. Da werde ich reingelegt. Da werde ich ausgenutzt. Aber Squall, wollen wir nicht mit dem Direktor sprechen? Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Ja, wir gehen mal hin.
Wir müssen Sid mal ausfragen wegen der Hexe Idee, weil es ist raus. Und mein Weih, hier gibt es einen guten versteckten Dwarfpunkt Bio. Und kann man hier ziehen, obwohl er da oben in der Mitte ist. Man muss einfach vor der, was auch immer das ist, stehen. Und einfach X drücken, dann bekommt ihr es. Hätte ich fast vergessen. Ich habe nur kurz hingeschaut und habe es gesagt, ja, stimmt, da war doch was. So, dann fragen wir mal den Sid aus, was es damit auf sich hat. Mit der Hexe Idea und ihm. Ich würde sagen, wir müssen weiter hoch. Im ersten Stock gibt es nichts zu sehen. Ganz hoch, bitte sehr. Und ab jetzt könnt ihr immer zum Keller, zweiten und dritten Stock runterlassen. Also ab jetzt ist der Lift frei zugänglich. Und zwar komplett. Wo ist das jetzt? Hallo? Das war doch dein Büro, war ich was vermasselt hier. Hallo? Hier zu Hause? Sid, wo sind sie? Also hier ist er schon mal nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo war der nochmal? Da wir im ersten Stock auch rausgelassen wurden, schauen wir mal im ersten Stock nach. Tut tut! Und bevor ich es vergesse, bitte einmal ein Item, ein X-Potion für den guten Irvine. Der nach diesem Bosskampf es wirklich dringend gebraucht hat. Apropos brauchen, ich bräuchte ein paar Kugeln. Da gibt es ja diesen Kugelwandler hier. Damit kann man aus verschiedenen Arten von Items Munition machen. Und weil ich so viele Schrauben habe, sage ich mal, ich will mal. Ja, ich will jetzt nicht alle Schrauben verprasseln. Also nehmen wir mal, dass ich so 80 Schuss habe. Hier kann ich Silbermunition machen. Silbermunition ist richtig geil, dass die trinkt die Verteidigung des Gegners. Flammenmunition ist einfach Feuerschaden. Da haben wir die Teufelmunition, die ist auch ziemlich witzig. Die macht nämlich, soweit ich weiß, Vergiftung. Und man kann dabei die normale Munition zu MG-Munition umwandeln, was auch richtig geil ist. Und das mache ich sehr gerne, weil die MG-Munition einfach nur cool ist. Die normale Munition ist zwar auch nett, aber die MG-Munition ist einfach so rrrt, 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 rrrt. So richtig raufhau. Und warum Irvine blau ist, der hat einen Zustand, nämlich dumm. Aber den brauche ich nicht halt bei ihm, glaube ich. So, dann schau mal, wo ist Sid? Schau mal in die Richtung hier. Ich glaube, da geht's gerade nicht raus, ne? Weil wir mehr oder weniger im Wasser sind. Ich dachte schon, dass alles aus ist. Oh, ich kann doch raus. Hey da! Ah, geht nicht, okay. Ja, wie gesagt, der Garten ist gerade mitten im Wasser. Und da ist nicht viel zum Rausgehen. Wasserplatsch! Wo war es nochmal, Sid? Wo war doch mal, wo war da nochmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Vielleicht im Krankenhaus. Schauen wir mal. Denn falls ihr Karten spielt, wollt der kleine Junge, der hier rumläuft, ihr könnt mit dem Karten spielen. Aber mit dem Kartenspiel, da gibt es ja noch eine Sidequest. Die mache ich aber erst, wenn ich weiter bin im Spiel. Willst du was vom Direktor? Ja, ich will ihn sehen. Nun, der Direktor ist Dr. Kadowaku. Kadowaki, Entschuldigung. Schon gut. Wirklich? Ja, ich habe mich genügend ausgewöhnt. Übernehmen Sie sich bloß nicht, Herr Direktor. Es gibt eben viele Dinge. Gut geraten, dass er hier ist. Ich wusste mich gar nicht mehr. Sie bekommen immer alles mit, wenn ich ins sehr Fettnäpfchen trete. Tja, so ist es nochmal. Nun, worum wollen wir reden? Wir werden es mal mit allem. Ich will Bericht erstatten erstmal. Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich weiß nicht, was passiert ist. In etwa? Okay. Die Wahrheit über die Seeds. Erklären Sie mir, was es mit dem Seeds auf sich hat. Seeds sind Seeds. Die Söldnertruppe ist bald am Garten. Sie scheinen wohl zu anders mehr ja, dahinter steckt, oder? Ich bin mir der Letzte, der die Wahrheit erfährt, also. Die Seeds kämpfen gegen Hexen. Der Garten bildet die Seeds aus. Die Einsätze, die von Seeds erfüllt werden, sind Vorbereitungen auf den Kampf mit der Hexe. Jetzt, wo eine Hexe die Welt in Angst und Schreck versetzt, beginnt für die Seeds der richtige Kampf.
Und was, wenn es keine Hexe gibt? Das ist eine andere Frage. Also sie werden ausgebildet, damit sie Hexen bekämpfen. Oder auch gesagt, Magierinnen, die wahrscheinlich irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Erzählen Sie mir etwas über Idea. Ich habe gehört, Sie wäre Ihre Ehefrau. Das ist richtig. Idea war seit ihrer Kindheit eine Hexe. Ich habe es gehört, obwohl ich es wusste. Wir waren glücklich. Wir haben beide hart gearbeitet. Wir waren wirklich glücklich. Eines Tages sagte Idea, sie wolle den Garten gründen. Ich war von der Idee begeistert. Die einzige Frage war das Ziel der Seeds. Dass ihre Idee und die Seeds eines Tages zusammenrollen würden, weil sie eine Hexe ist. Idea hat nur gelacht und sagte, so etwas würde nie passieren. Aber trotzdem, es ist passiert. Interessant. Erzähl mal was über Master Noak. Er ist vom Stamm der Shumis. Verglichen zu seinem Stammgenossen ein Sonderling. Ich traf ihn, als ich das Kapital für den Bau des Gartens sammelte. Er war interessiert und wir wurden uns einig. Mit seinem Geld wurde der Garten errichtet. Aber die Unterhaltskosten für den Garten waren gewaltig. Um die Kosten zu decken, haben wir begonnen, die Seeds als Söldner zu entsenden. Macht Sinn. Noaks Geschäftsmethode trugen stets Früchte. Immense Geldmengen flossen in unsere Kassen. Und der Garten veränderte sich. Die ursprünglichen Tugenden wurden vergessen, die Wahrheit vertuscht. Soll ich fortfahren? Es war alles mein Fehler. Ich hätte mich deutlich äußern müssen. Aha. Und was ist mit der Zukunft? Was wird nun geschehen? Zunächst müssen wir unsere Ehe verbinden. Das ist eine gute Idee. Danach bleibt uns hoffen, dass der Garten und die Seeds sich ihre eigentlich aufgebucht werden. Hexen bekämpfen? Okay. Bist du bis verletzt? Ich finde es schade, dass die Ärztin hier nicht die Gruppe heilen kann. So als gratis wäre doch irgendwie toll. Gut, jetzt wissen wir mehr. Der hatte die Idee mit dem Garten und Sid hat sich dafür halt gesagt, ja, mach einen Garten. Obwohl die Aufgabe der Seeds im Garten war, eine Hexe zu bekämpfen. Sehr interessant. Squall! Ah, Schuh! Habt ihr direkt das Sid gesehen? Auf der Krankenstation. Was ist los, Schuh? Geht mal aufs Außendeck und Fenster, ein Schiff nähert sich. Vielleicht sind das Galbadaner, vielleicht will sich die Hexe rächen. Auf alle Fälle müssen wir das direkt melden. Im zweiten Stock? Ein Schiff also. Ich würde mal sagen, das schauen wir uns mal genauer an. Da die Raketen von Galbadia ja nicht getroffen haben, werden sie wahrscheinlich nochmal draufhauen. Eine andere Frage ist, wissen die das, dass sie neben geschossen haben? Da müssten die ja irgendwo was haben, damit sie das sehen. Ein Infanteristen, der Bericht erstattet oder ein Flugzeug, irgendwas halt. Bevor ich vergesse, jetzt kann ich glaube ich wieder in den Raum hier, ja genau. Weil jetzt gibt's hier hinten wieder was Neues zu lesen, soweit ich weiß, bei Squall sein Tischchen. War schon lange nicht mehr. Da gibt's immer wieder was Neues zu lesen, manchmal sehr lustige Sachen. Erstmal einschalten. Tutorial brauche ich nix. Mal schauen, was das Neues über das schwarze Brett gibt. Diese Seite ist leider geschlossen. Oh Mann, den Grund könnt ihr euch bestimmt denken. Es ist nicht einfach, die Ordnung zu halten. Wir hoffen, dass wir irgendwie diese Seite wieder weiterführen können. Oh, schade, gibt's gerade nicht. Schade. Nachrichtenbrett vielleicht was? Eher nicht. Ich kann hier nicht raus, okay? Muss doch was auswählen, gemein. Dann gibt es Schulfestkomitee vielleicht was? Es lädt. Mitteilungskomitee, Leute gesucht. Was habe ich da nochmal gelesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Machen wir das Tagebuch des Organisators mit Herzchen. Aktuell. Hallöle! Niemand macht mit. Gleich erst Tag erhält ich einen Auftrag. Ich glaube, das habe ich schon gelesen. Na, glaub nicht. Sag du mal als Nebenwirkung von GF.
Ja, da werden wir noch was hören über diese GF. Im Back könnte ich das mal selber lesen. Ich weiß nicht mehr, ob ich es vorgelesen habe. Darum lasse ich das mal euch durchlesen hier. Eieiei. Aber dass Selfie ihre Einträge als Tagebuch macht öffentlich, ist interessant. Das reicht erstmal. So, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal raus, was das für ein Schiff ist. Sind es etwa die Galbadianer, die sich wirklich rächen wollen? Oder ist es einfach ein Schiff, was angeln geht und Touristen fährt? Wir wissen es nicht, da müssen wir nachschauen. Ein Schiff? Ein galbadianisches Schiff? Hallo! Er ist direkt das Set hier. Der Direktor ist nicht hier. Seid ihr aus Galbadia? Wir sind Seeds. Dieses Schiff gehört Edea. Wir sind die Seeds der Hexe Edea. Seeds? Wer kommt rüber? Wir sind unbewaffnet. Naja, außer Fäuste sind auch Waffen. Ne? Erstmal Waffen auspacken. Wir kommen in Frieden. Vorerst. Okay. Waffen wegchecken. Können wir mit Direktor Seeds sprechen? Wir suchen Direktor Seeds. Ich bin hier. Wir sind gekommen, um Elione abzuholen. Sie ist hier nicht mehr in Sicherheit. Offensichtlich, leider haben Sie recht. Elione? Die Elione aus Winhill? Die ist hier? Apropos, falls er nicht innen kann, das war eine Szene mit Laguna. Elione war dort damals, als kleines Mädchen. Squall, Sie müssen doch Elione kennen. Was? Woher weiß? Direktor Seeds, wissen Sie mehr als ich? Sie ist irgendwo in diesem Garten. Können Sie sie herbringen? Wer sind diese Leute überhaupt? Was haben Sie hier zu suchen? Squall? Verstanden. So, und ich hoffe, das kommt nicht so ein Bug, den ich schon vor langer Zeit mal angeschnitten habe. Squall, ist das die Elione? An der Laguna so gehangen hat, oder? Wahrscheinlich. Weißt du denn, wo sie ist? Kein blasser Schimmer. Dann suchen wir sie, ja? So, zu dem Bug, zu dem ich jetzt mir Sorgen mache. Ich weiß noch, in der PlayStation 1 gab es einen Bug, der das Spiel aufgehangen hat und nicht mehr weiterspielbar war. Man musste das Spiel komplett neu anfangen. Soweit ich weiß, gibt es diesen Bug auch in der PC-Version, in der Original-PC-Version. Dann habe ich bis jetzt, glaube ich, nur einmal ausgelöst. Was es auslöst, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, man muss einen bestimmten Timbermaniac sammeln, damit sich dieser Bug auslöst. Ich bin nicht sicher, wie gesagt. Ich hatte das bisher nur ein einziges Mal. Und ihr könnt euch denken, wie frustriert ich damals war, ja? Dass ich denke, ich komme nicht mehr weiter. Und ja, ich weiß, wo Elenione ist. Ich hoffe nur, dass es nicht zu diesem Bug kommt, weil es wäre nicht schön, das Spiel nochmal spielen zu müssen, bis zu diesem Punkt, ja? Das wäre wirklich schön. So, sie ist nebenbei in der Bibliothek, die Gute. Ich könnte jetzt ewig rumsuchen, aber nein, sie ist direkt hier. Und huch, der Bug ist nicht da, gut. Was bei dem Bug passiert ist, passiert würde, dass Elione nicht da wäre. Also sie würde nicht da sitzen, sie wäre nicht vorhanden. Oder, was auch möglich wäre, was in der PS1-Version passiert ist, sie sitzt da, aber sie dreht sich nicht um und sie redet nicht. Es gibt einen Softlock. Ist auch ganz, ganz böse. Also, nur mal so viel dazu, dass es den Bug gibt. Ich weiß nicht, was es auslöst. Tut mir leid, da kann ich nicht weiterhelfen. Was ich aber weiß, ist, es kann den gesamten Spielstand zerstören. Was ist denn Squall? Bist du etwa Elione? Ja, ich bin Elione. Du bist Elione? Die Elione? Was soll die Frage? Was geht denn hier ab? Du kennst Laguna, richtig? Ja, das tue ich, mein lieber Onkel Laguna. Sag mir, was war das eigentlich? Es tut mir leid, Squall. Ich kann es dir noch nicht erklären. Aber eins kann ich dir sagen. Das war die Vergangenheit. Also doch, die Vergangenheit. Darum gab es auch manchmal wieder ein paar Zeitsprünge. Auf einmal war Laguna woanders, dann wieder ein Ort.
es vergang zu schnell die Zeit damals. Also es ist irgendwie auch logisch. Es heißt auch, dass man die Vergangenheit nicht verändern kann. Ja. Aber was ist, wenn die Möglichkeit besteht? Will man es doch versuchen? Solange du nicht Paradox auslöst, ein komisches... Vergangenheit, erinnern, meinst du das ernst? Lächerlich. Also, du bist es. Du bringst uns in die andere Welt. Es tut mir wirklich leid. Schon wieder. Durch irgendeinen Blödsinn werde ich wieder verwirrt. Warum ich? Ich habe genug zu tun. Lass mich in Ruhe. Es tut mir wirklich leid. Versuch mich nicht einzuwickeln. Squall, hast du Eleone gesehen? Sie steht direkt neben dir. Das bin ich. Alles in Ordnung? Eleone hat mir zugeflüstert. Ich vertraue nur dir. Darum hat sie wahrscheinlich auch ihn ausgewählt, weil sie ihm vertraut. Warum auch immer, wir wissen es nicht. Warum ist man von anderen abhängig? Jeder soll sich um selbst seinen Kram kümmern. Ich war nie von jemandem abhängig. Ich habe mich um meine Probleme und zwar mich immer um sich selbst. Als Kind konnte ich natürlich nicht alles allein erledigen. Ich war von vielen Menschen abhängig. Squall und seine Gedanken, immer wieder interessant. Das gebe ich ja zu, weil andere Menschen für mich da waren, in denen ich das, was ich jetzt bin. Ich komme jetzt alleine aus. Ich weiß, was ich zu tun muss, um zu überleben. Ich bin auch kein Kind mehr und weiß alles. Das ist eine Lüge. Im Grunde weiß ich überhaupt nichts und bin verwirrt. Ich will nicht abhängig sein. Was muss ich denn dafür machen? Sagt es mir. Jemand soll es mir sagen! Jemand bin ich, also doch abhängig? Ich bin allein. Ich will mich bemühen. Ich schaff's auch ohne dich. Ich will alles allein schaffen. Die letzte Szene merkt ihr euch mal gut. Die wir gerade gesehen haben. Was ist? Du siehst betrübt aus. Aha, Besserwisserin. Du willst, dass ich dich in Ruhe lasse? Das habe ich nicht gesagt. Dann ist es okay. Weißt du noch, an dem Abend, als du sieht wurdest, gingen wir an den geheimen Ort. Yep. Du warst kaltherzig zu mir. Aber jetzt begreifst du vielleicht, du willst mit jemandem reden. Du willst, dass dir jemand zuhört. Irgendwie schon, aber... Magst du nicht mit mir reden? Du fühlst dich dann bestimmt besser. Oder magst du lieber gegen die Wand reden? Na, was ist? Lass mich in Ruhe. Naja, lass dich nur hängen. Nicht wirklich. Mach nichts daraus, vielleicht ein anderes Mal.